So, es warten noch die glorreichen 8 auf uns. Und dann ist Feierabend. 8 Spiele haben wir noch heute. An diesem Fury Cup Nachmittag. Und wir beginnen mit dem VfB Stuttgart gegen den Hamburger Sportverein. Die Stuttgarter, die Truppe des Tages bisher, zusammen mit Hertha BSC Berlin. Schon 10 Tore in 2 Spielen erzielt die Schwaben. ...7:3 im Auftakt gegen Werder Bremen und dann das 3:1 gegen Schalke 04. Die Hamburger mit einem 2:2 gegen den 1. FC Köln gestartet. Und dann gab es ein deutliches 0:4 gegen RB Leipzig. So, wir sind gespannt auf die Struktur der Stuttgarter. Auf ihren Keeper Yannis Kechlin-Paris. Schon mit Torwarttor und vielen Aktionen im Aufbau. Und beobachten auch, was der HSV macht hier in seinem dritten Auftritt. Auch die Jungs haben das Regelwerk kennengelernt, haben sich an die Halle gewöhnt, an das Umfeld gewöhnt und werden jetzt immer sicherer. Das war mutig hier im Aufbau. Fast der Ballverlust durch Mehmet Yildirim. Starker Ball. Eben nicht mit der Bande, sondern genau in den Lauf gespielt. Gute erste Aktion. Juri Gottschalk im Tor der Hamburger. Im Aufbau mit Yildirim. Gottschalk schaltet sich damit ein, kann mit einbezogen werden. Yildirim nutzt das 1 gegen 1, das war gut gemacht. Aber kriegt ein Paris. Spielt mit. Jetzt waren die 4 Sekunden, glaube ich, abgelaufen. Und deswegen Freistoß für den Hamburger Sportverein. Guter Abschluss von Henrik Bomas. Beide Vereine in der Cup-Geschichte sehr, sehr erfolgreich. Beide Vereine mit 20 Teilnahmen, der HSV. 3-mal im Finale, 2-mal gewonnen. Die Stuttgarter sogar 4-mal im Endspiel und mit 3 Cup-Siegen. Starke Aktion hier. Also viel Tradition, viele tolle Spieler hier auf der Platte gehabt. Wir reden morgen noch über einige Gesichter, die hier waren. Jetzt der Abschluss und das 1:0 für den VfB. Enes Recepi. Über die Bande gespielt, dann der Ball abgelegt, kurz verzögert. Vorlage von Daris Memovic. Also 1:0. Stuttgart in der Live-Tabelle bei 9 Punkten. So, die Hamburger. Bemüht. Mehr Spielanteile. Da haben wir Yannis Kechlin-Paris. Jetzt mal im Aufbau zu sehen. Genau, muss dann an die 4 Sekunden denken.
Hamburg attackiert nicht den Torwart, weil sie es genau wissen. Sie stellen einfach den Passweg zu. Er hat halt die 4 Sekunden. Das ist der HSV gut unterwegs. So, das war ein Missverständnis. Wäre der Ball fast besser gewesen für Luke Holzwart. Kann Hamburg das Ganze nutzen? Wieder der Aufbau. Guter erster Ball. Ein guter Abschluss. Enes Recepi wieder. Ganz einfacher erster Ball als Eröffnung. Dann behauptet er den Ball stark. Wir sehen es hier von der Bande. Die Drehung. Ein Wackler. Und damit links aus einem ganz schwierigen Winkel abgeschlossen. Starke Einzelleistung. Enes Recepi. Stuttgart stellt auf 2:0. Ja, Fuß nicht zu hoch. Aber ja, der Kopf ein bisschen tief. Guter Ballgewinn jetzt von Philipp Rödiger. Stark verteidigt gemeinschaftlich Tim Bolt und David Itt. Da haben wir Bolt. Starker Abschluss! Und das 3:0. Wieder eine tolle Einzelleistung. Viel Dynamik. Also der VfB. Zuletzt 2013 im Finale, da auch gewonnen. Schickt sich an, einer der Turnierfavoriten zu werden. So, was kann der HSV hier noch? Antworten. Ich gebe da mal ein kurzes Gespräch mit Simon Scheller. So, Hilderim und Gottschalk im Aufbau. Wieder fast der Ballverlust. Also Hamburg mutig. Hamburg spielt aber auch ein Stück weit mit dem Feuer. Gute Eröffnung, Mitnahme dann schwach. Yannick Bomas eben. So, wieder der Ballgewinn für den VfB, der Lupfer. Und der Ball geht knapp rüber. David Itt. Gibt Eckball. Vier Minuten vor dem Ende. Da ist Doppeltorschütze Enes Recepi. Lupft und dann kommt Daris Mimovic. Die beiden haben gutes Zusammenspiel. Nicht zum Abschluss. Da in Stuttgart macht's gut. Versuchen beide Wege dann zuzustellen. Und wieder Ball gewinnen. Sie haben eine wahnsinnig hohe Quote in der ersten Linie. Gewinnen da viele Bälle, weil sie gut stehen, weil sie dann sehr aktiv sind, wenn es sein muss. Nächster Schussversuch von Enes Recepi. Den merken wir uns mal für morgen. Macht auch einen sehr, sehr starken Eindruck. Drei Minuten noch.
gleich direkt im Anschluss die Mühlenkreisauswahl gegen den ersten FC Köln. Da hoffen wir natürlich aus regionaler Sicht auf ein engeres Spiel, auf mehr Emotionen, auf einen tollen Auftritt. So, gibt es jetzt nochmal ein schönes Kabinettstückchen. Handspiel entschieden. 2 Minuten noch auf der Uhr. Stuttgart kommt dem Traumstart immer näher und dem Feierabend für heute. Denn für den VfB kann es dann direkt danach ins Hotel gehen. Müssen morgen dann auch recht spät dran, um 9.45 Uhr treffen sie auf Hertha BSC Berlin. Im Duell der Rekordsieger Hertha vor den Stuttgartern. Ja, nochmal Rezepi, dritter Abschluss und das dritte Tor für ihn. 4:0, drittes Tor Enes Rezepi. Und wieder, er hat diese Dynamik, diesen Riecher und strahlt. So, Hamburg nochmal mit einem Feldspieler im Tor. Will nochmal den Druck erhöhen. Vielleicht auch einfach nochmal eine Variante ausprobieren. Das geht schief, denn es kommt das 5:0 durch Fabian Balk. 1 Minute vor Ende der Partie. Steht es 5:0. Eckball, Ball war abgefälscht. Hier ist der Angriffsversuch für den Tabellenvierten der ENBW Oberliga. 23 Punkte, 13 Spiele. Schon 13 Punkte hinter der TSG Hoffenheim, die da in der Liga das Maß aller Dinge sind. Genau. Ball an der Hallendecke und deswegen Freistoß von der Seite. Also, was für ein Start vom VfB Stuttgart. 15 Tore in 3 Spielen. Fast wären es 16 geworden. 4 Gegentore. Glückwunsch nach Stuttgart. Wir freuen uns sehr auf morgen. Der HSV hat ein bisschen was zu verdauen. Wir sehen beide Mannschaften morgen früh wieder in der Vorrunde. Wir sind gleich wieder da.